EA hat heute wieder eine richtig geile Shapeshifter-Karte rausgebracht. Und zwar den Legenden-Torhüter Kyle Walker. So eine geile Karte. Und darum machen wir heute ein Full-Special-Icon-SBB. Wir werden Kyle Walker in den Sturm stellen mit seiner geilen Torhüter-Karte, die 5 Sterne Skills hat. Sehr, sehr cool. Und darum werden wir nur Icons bauen. Jede Icon, also Shapeshifter-Icons, Totier-Icons, was es auch alles für Icons gibt. Und mitgebracht habe ich Uncle Frederick. Was geht? Yo, Leute, was geht ab? Frederick auch mit am Start. Kyle Walker am Sturm, 5-Sterne-Skill. Wusste ich gar nicht, dass er 5-Sterne-Skill bekommen hat. Aber sieht brutal aus. Ich meine, er ist auch Lampfli. Welchen Sinne Lampfli in diesem FIFA noch was bringt, statt jetzt. Aber okay, cool. Interessant, interessant. Alle Stats über 90. Ich dachte, das wird eine echt teure Karte, aber das ist eigentlich echt billig geworden. 80.000 Münzen irgendwie stand jetzt. Aber ich bin auf jeden Fall gehypt auf die Karte. Ich habe Bock, die zu testen im SBB. Wenn euch das SBB gefällt, die Idee, dass wir da einfach so ein Full-Special-Icon-SBB draus machen mit Kyle Walker im Sturm, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, 1.300 Likes. Lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. Würde mich sehr freuen, falls ihr neu seid. Und checkt auf jeden Fall bei Jesse das Rematch ab. Erster Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir haben auch schon genug gequatscht. Wenn ihr hier Support da gelassen habt, halte ich meine Tafel, meine Cam. Alright, das hast du aufgeschrieben. Links Mittelfeld, rechter Stürmer? Yes, yes, yes. Links Mittelfeld und Stürmer. Dann kommen wir zu meinem Links Mittelfeld-Spieler. Da spiele ich die normale Prime-Icon von Rivaldo und im Sturm. Boah, ich habe einiges zur Auswahl. Aber okay. Ich nehme den Shapeshifter Figo mit. Ah, macht er gut. Ich bin mit 2 Unauffälligen gegangen, glaube ich. Habe einmal Ori aufgeschrieben. Er kann halt Stürmer und LM, deswegen so doppelte Chance. Und einmal noch Storchkopf. Super Sache, gefällt mir doch, schmeckt gerne. Aber ich hätte jetzt mein Bordtuch und ich bin gespannt. Du hast Stürmer und RF aufgeschrieben, ne? Ich habe alles vorne, alles bei dir. Echt Stürmer, LF, RF, oder was? Genau, ich will's wissen, Bruder, ich will's wissen. Ich habe auf einmal einen Sturm, Pelé. Das wäre so geil, wenn du den nicht hast. Prime Icon Pelé, da ist er sehr auffällig, weil ich den halt, ja, weil jeder weiß, dass ich den gezogen habe. Neben Walker wäre der echt sehr, sehr geil. Dann linker Flügel, auch eine Icon, die ich gezogen habe. Campbell, Shapeshift-Icon, einfach linker Flügel. 1,88 Junge, der ist so fett, keine Ahnung, wie man den auf linken Flügel spielen soll, aber ich werde es einfach mal probieren. Und rechten Flügel werde ich jemanden spielen, den du auch hast, und zwar Luis Figo, aber als World Cup-Version. Ah, schade. Barnes, Garincha und Puskas. Ah, richtig. Und das ist so gut. Bei dieser Figur hat 5 Sterne Skills. Wird echt sehr, sehr cool. 3 Sterne, 5 Sterne Skill auf vorne. Sehr geil. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Den nächsten Spieler, das Mittelfeld. Jetzt könnte es schon mal ein bisschen spannender werden. Halt du mal rein. Halt du mal rein. Board ist hoch. Ich habe 2 Icons aufgeschrieben. Bin gespannt. Ich nehme auch wieder eine sehr auffällige Karte. Und eigentlich wollte ich sie nicht mitnehmen. Eigentlich wollte ich sie dann spielen. Aber ich spiele Hullet. Einmal Hullet Prime Icon. Sehr auffällig. Habe ich auch gezogen. Und Veran. Veran Foot Birthday. Auch coole Karte. Ah, das ist geil, Digga. Mit auf die Bretter schicken. Vera und Sokrates habe ich aufgeschrieben. Ah, okay. Das heißt, okay. Hätte nicht mal was dran geändert, ob ich Hullet oder sie dann spiele. Ah, okay, cool. Sehr cool. Das ist ja Full Team. Naja, das ist nicht gut. Aber okay, kommen wir zu meinen Spielern. Ich hoffe, du hältst schon hoch. Yes. Ich habe hier wie immer sehr, sehr viel Auswahl, aber ich glaube, ja, ich nehme das Wort Special heute ein bisschen ernst. Clarence Seedorf, Shapeshifter und Blanc. Das war das okay. Trophy Titan Icon, auf jeden Fall im Mittelfeld. Und auf der rechten Seite spiele ich auch. Oh, ich kann mich entscheiden. Ist 1 oder 2? Was sagst du? Ich sag 1. Okay, dann ist es George Best. Hast du es echt? Ja! Niemals. George Best, einmal Keeper hin, Bro. Was war das gerade für ein Lucky Pull? Gott, Bruder. 2 wäre einfach Garincha gewesen. Hättest du safe nicht gehabt, ne? Nein, ich hab Jera, Petit Best. Digga, ohne Sinn, ohne Sinn. Einfach richtige Zeit. Einfach selber geflaxt, Digga. Aber hättest du Garincha genommen? Nee, oder? Das ist 92er Garincha gewesen, oder? 92, 93er Best oder 92er Garincha nimmt sich, glaube ich, nicht so viel. Auf jeden Fall besser als Bronze, ne? Ja, viel Spaß mit Keeper auf rechts Mittelfeld, Bro. Ah, das ist Quatsch. Ich war im Außenverteidiger. Let's go. Geht weiter zu den Außenverteidigern. Ich muss auf jeden Fall jetzt sehr, sehr, sehr schnell ausgleichen, weil sonst habe ich ein Problem. Ich halt hoch. Ich bin wieder mit einer Shapeshifter-Icon gegangen. Auch auffällig, glaube ich, habe ich schon gegen dich benutzt. Riquelme Shapeshifter-Icon. Ja, kann jetzt krachen bei Tor mir. Tor in Hamburg! 1-2-1, you daggy! Nicht mal mit fertig machen lassen, direkt mit Freuen und so, gell? Ja. Kann jetzt doppelt krachen. Philipp Lahm recht. Oder
Außenverteidiger heute. Ey, das, ich schick dir jetzt sogar ein Bild auf WhatsApp, Bruder, weil das glaubst du mir nicht, Bruder. Mit übersteuern okay. alles. Mit yeah. übersteuern alles. Wo soll der Keeper hin? Der Keeper geht, warte mal, der Keeper geht auf die Rechtsverteidigerposition. Da kann Rivaldo mal schön durchlaufen. Echt? Ja. Was schickt der mir hier für ein Bild, Junge? Lahm und Riquelme, beide aufgeschrieben. Bumm. Man kennt ihn doch. Man kennt ihn doch. Einmal Bild einblenden, bitte. Junge, der Typ schickt einfach Bild. Ohne Sinn. Ja, bevor hier gesagt wird, Prank oder so auf den Ball. Das kann ich sagen. Ehrlich, es muss Ausgleich kommen. Direkt mit Kämel, diese Tor in Hamburg. Es war diese Doppelschlag. Diese kurz 0-1, 1-1, dann 2-1. Und dann Abpfiff. Schade, das sowas. Das war ehrlich, diese kurz vor Halbzeit oder kurz vor Spielende nochmal Comeback gedrückt. Aber okay, was soll ich sagen? Ein Außenverteidiger. Ich habe Torwart auf rechts gestellt, Linksverteidiger habe ich auch. Ja, super Sache. Jetzt. Das Ding ist, guck mal, wir sagen mal, es war jetzt Halbzeit, Bro. Ich mache jetzt nochmal diese andere Comeback in zweiter Halbzeit. Okay, ich muss jetzt ehrlich ein bisschen überlegen, was ich hier mache. Linksverteidiger, ich habe hier zwei. Ach so, ja, ich muss ja noch reinhalten, Bro. Mit Schlafen und so. Ja, es ist also, irgendwie... Ich überlege die Hero. Also, wir haben ja eine Regelung, man darf ja eine Hero benutzen. Jo. Stimmt, aber, das habe ich vergessen zu erwähnen. Wir dürfen eine Hero benutzen. Aber ich nehme meine Hero noch nicht. Glaube ich noch nicht. Ich weiß, vielleicht nehme ich sie gar nicht. Guck mal, ich habe hier zwei. Wir starten erstmal rechts, Digga. Das hat mir nicht gefallen, gerade mit George Best und Garincha. Deswegen, auf der Rechtsverteidigerposition würde ich gerne Cafu spielen. Jo, und auf der Linksverteidigerposition, ich bin gerade echt am Überlegen. Okay, ich nehme ihn mit. Ich nehme Cole Totti-Eike mit. Wen hattest du noch zur Auswahl? Roberto Carlos, aber das ist so obvious. Ja, dann nervt er mich. Ich habe hier keinen für Blau aufgeschrieben, Digga. Innenverteidiger, Torwart, nerv mich nicht. Die letzten drei Spieler. Nice. Die letzten drei Spieler, Leute. Das ist das Finale und ich muss jetzt aufholen. Und ich glaube, es könnte ein 7000 Ikumu von mir gewesen sein, was ich aufgeschrieben habe. Ja, Bro, ich glaube, chemietechnisch macht's eh. Du kannst viel labern, wie du willst. Den Torwart hast du hundertprozentig nicht. Ich habe mich hier für eine Hero entschieden. Nicht Dudek, auch nicht, was es im Tor noch gibt als Heroes, aber er spielt in Mexiko, also ist ein Mexikaner, Campos. Der ist auf jeden Fall 100% durchgerutscht und in der Endverteidigung, da habe ich leider nicht so viel Auswahl tatsächlich. Okay, Desai Food Birthday und Rio Ferdinand. Bro, ich bin mit dem 7000 IQ-Move gegangen, ne, aber leider dran vorbeigeslidet. Ich habe die Hero aufgeschrieben im Tor, aber Dudek. Ja. Also, ich war auf dem richtigen Weg, aber leider falsch abgebogen. Und Nesta Pitti. Also, das ist alles geil. Stark. Schmeckt gerne. Alright, dann halte ich jetzt hoch. Guck mal, du hättest nicht mal einen getroffen, hätte ich dich. Okay, ich hätte glaube ich, fest eh genommen. Ich hätte ihn eh genommen. Aber komm, so, Porte such. Ja, Nesta Pitti. Totti Eike Nesta, Shapeshifter Pitti. Und in Tor Czech. Ich habe Fandasa aufgeschrieben. Also ich habe Lucio Fandasa Vidic aufgeschrieben. Okay, cool. Okay. 2-1 auf jeden Fall hier für mich. Ja, ihr seht, wie viel ist im Hintergrund? Bei dir rechte Seite ein Loch, bei mir beide Seiten ein Loch. Ab ins Spiel. Wird spannend. Stehen einige coole Karten auf dem Spiel. Pelé, Rollet, Letter. Let's go. Zeig mal her dein Teil. Campos, Junge. Was ein Schrott. Aber geile Karten, Junge. Figo, Blanc, Seedorf, Walker. Cool. Rivaldo. Das ist krass. Und da ist Walker! Junge. Ja. Oh mein Gott, der Pass war geisteskrank. Der Pass war geisteskrank. Let's go. Rullet. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Geil. 1-0. Ja. Zack. Doch nicht. Tor. Boah, was? Junge. Das Eis könnte in die Mitte geschossen, so. Da kann das Spiel auch nichts machen, Bruder. Oh mein Gott, Hilfe. Mit Grün sogar, wow. Geil. Walker mit Aktion. Campbell. Und der ist durch. Der macht ihn jetzt einfach von da. Der ist rechts. Was? Der ist rechtsfuß. Nein, Bruder, das war verbuggt, das Tor, Digga. Versprochen. Ich kann mich nicht mehr aufregen. Wir haben es mittlerweile 1 Uhr morgens. Aber ich habe noch nie so ein Tor Kaskista dabei geflogen. Oh mein Gott, was war das für ein Tor? Ich dachte, der ist Linksfuß.
Mit rechts hätte ich niemals so geschossen. Bro, der haut den in den Knick, ne? Eiskalt. Eiskalt. Oh, Walker. Schade. Das ist echt nicht groß, dieser Campus, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Walker. Walker auf die 1. Walker mit der Nummer 1. Walker auf die 1. Ja, guter Ball. Ach, komm. Junge! Let's go. Figo. Boah! Das war so eine Parade, Digga. Ja, ey, das war. Digga, das ist so Quatsch, Mann. Was spiele ich hier heute? Hä? Einfach Totalausfall. Ich weiß auch nicht. Einfach. Digga! Hi, Discards, Bro. Das war. Alright, Leute. Team steht. 3 Discards. Boah, gruselig, Digga. Bei dem Team. Ja, hier sind ein oder andere Karten dabei, die tun schon sehr, sehr dolle weh. Okay. Boah, ja, hau mal raus. Der 3 Discards. Ich fang. Hast du was Gutes in der IV oder in der Verteidigung an sich? Jein. Jein? Doch. Kann ich dir ja. Glauben? Ja, nein. Kann aber. Pff. Was heißt gut? Die würde man gut definieren. Also soll ich lieber nicht von da nehmen? Du hast mich schon einmal damit gefickt. Ihr habt mich damit schon einmal selber heute gefickt. Wo ich meinte, Garincha oder Best. Ich nehme LV. Ich nehme LV. Und welche Formation hast du nochmal? 442. 442. 2 Discards, 2 Stürmer. Gönn dir. Wow, okay. Okay. Cole Totti Icon. Ja. Eriksen und Campos. Campos, den Knecht. Okay. Ja, okay. Kann ich gleich mit leben. Hau die SBC ja. Weg. Und, ja, Eriksen. Ja. So. Hätte SBC. Schlimmer sein können, oder? Ich sag, ey, ja, safe. Das sowieso. Aber sag, trotzdem, Cole Totti Icon ist eine stabile Karte eigentlich. Es ist traurig, dass er jetzt weg ist. Ja. Aber, ja, it is what it is, nicht? Ey, wir gehen zur SBC. Let's go. Alright, Leute, ihr seht das. Cole Totti Icon macht den Abgang. Ah, Digga, sehr schade, sowas. Mann. War ja geil. Wir kriegen dafür eine Positionsmodifikator-Karte. Ist cool. Nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, Leute, ich hab vergessen, Campus abzugeben. Tschüss. Es wäre jetzt einfach hier dieser Skandal gewesen, so auf den. Oha. Ja, ich muss noch mal 2. SBC machen, weil hier kann nur ein Spiel abgegeben werden, so auf den Leute denken, ich verarsche und so. Diskade einfach. Diskade Campus dann einfach. Du hast meinen Segen. Du hast meinen Segen. Ja, okay. Wenn ihr wen haten wollt, dann mich. Also das Campus, glaubt, der kostet auch nicht so viel, oder? Ja, 35.000, aber egal, ja, der ist jetzt schon weg. Deswegen, hätte auf jeden Fall. Okay, was soll ich sagen? Bock, ich habe scheiße gespielt heute, ich gebe zu. Aber nächstes Mal wird besser, versprochen. Leute, das war's vom Video. Hatet nicht. Campus Discard 35.000, da werden wir oder wird Jesse den jetzt nicht zurückholen. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und checkt bei Jesse das Rematch ab. Ich würde sagen, wir sind raus. Peace out. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.